Ja, liebe Angelfreunde, heute sind wir an einem See in der Nähe von Springe. Mit dabei heute ist der Pascal. Bonjour. Der spricht komisch, der kommt nämlich aus Frankreich. Wir wollen heute nochmal die letzten Hechte des Jahres fangen und sind dafür natürlich top ausgerüstet. Ihr seht hier den See mal im Hintergrund. Echt ein schönes Ding. Sieht sehr gut aus. Ich habe hier nämlich noch jemanden dabei, der kennt sich hier aus. Das ist der Rashid. Hi. Rashid, was erwartet uns an diesem See? Sag mal was. Hecht, Hecht, Hecht. Hecht, Hecht, Hecht. Hecht. Hecht, Hecht. Und zwar richtig große Muttis. Wir sind auch drin, ja. Rashids größter Hecht hier war? 1,26 Meter. 1,26 Meter, oh Gott. Also, da sind wir gespannt. Wir melden uns wieder, wenn der Fisch gebissen hat. So machen wir das. So machen wir das. Ja, also jetzt haben wir ein bisschen gefischt. Es hat angefangen zu regnen, leider. Es hat sich aber noch nichts getan. Ich möchte euch mal zeigen, womit ich angel heute. Ich habe also große Gummifische jetzt im Winter, ist große Beute angesagt für die Hechte. Und ich habe das Schnellwechselsystem von Jensi dabei mit einem ganz kleinen 5 oder 6 Gramm Gewicht vorne. Das ist schön. Der Köder, der taumelt dadurch sehr langsam und gemächlich ab. Und ansonsten läuft der River Shad hier, läuft sehr schön flankend. Das ist eigentlich immer, funktioniert eigentlich immer. Ich glaube, es funktioniert heute auch noch. Denn dieses Gewässer hier, das riecht echt nach Hecht. Also das kann man sagen. Ich angel heute mit einer Baitcast-Kombo hier mit der Miyako. Die habe ich als Rute gewählt. Dann hier von Daiwa eine Multirolle dazu. Und das, ja, bis jetzt werfen funktioniert. Der Köder läuft super. Das Wetter ist genau hechtig, sage ich mal. Regen, Wind, bedeckter Himmel. Eigentlich gut für den Herbst oder für den Spätwinter. Ja. Bis jetzt nichts, aber ich melde mich, sobald Fisch da ist. Ja? Tschüss. Morgen, Patrick. So, es ist Patrick. an Land noch nichts passiert. Jetzt haben wir hier Local Guides. Die wissen genau, wo der Fisch ist. Einmal Patrick und einmal den Melvin. Melvin, genau. Melvin war das, richtig. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. So, jetzt gucken wir. Wenn es Fisch gibt, dann bin ich gleich wieder online mit der Kamera. Ja, Leute, es hat doch noch geklappt. Im ganz flachen Bereich. Guck mal. Zack.